Wenn man da genau schaut, sieht man zwei Platten aufeinander prallen, zwei so Art Kontinente. Von ganz oben gut zu erkennen, die parallel nach unten laufen. Das rechte ist es etwas weicheres Land, das linke ist ein härteres Land. Und den Tal nach rechts runter, da ist das Dorf, wo meine Eltern wohnen, und den Tal nach oben, da ist ein uraltes Dorf, die noch steinzeitig leben. Hier genau da an der Stelle läuft dieser Spalt. Und da sieht man, wie viel Druck auf diese mächtigen Steine sind, die so eine Art Asche und Fluss machen, hier nach unten. Und das heißt, hier an der Stelle, wo das Stock ist, es sind zwei Kontinente, die aufeinander prallen. Und da würde ich mich jetzt gleich hinlegen. Da würde ich mich gleich hinlegen, um zu spüren, wie das sich anfühlt, wenn man zwischen zwei Kontinenten liegt. Genau hier an der Stelle, das kann man ganz gut erkennen. Und das geht richtig bergab. So. Ich liege hier gemütlich zwischen zwei Kontinenten. Ich weiß nicht, vielleicht hier ist irgendwie Europa, links ist Asien oder umgekehrt. Oder ist alles nur Quatsch. Es ist gut, einfach hier zu liegen zwischen zwei Kontinenten. Ja.